Heute Leute, Team Bubble Tea hier, heute mit Deck Profile von Hong. Und was hast du gespielt, Hong? Draco Pulse. Habt ihr in unserem Video schon gesehen, zur DM. Ja, was war dein, Standing? Leider 4-3, letztes Game, wurde ich komplett zerstört. Ich habe nicht mal gespielt, also ich habe Karten hingelegt, Gegner hat nur gemacht. Okay, dann schauen wir jetzt mal. Traurig. Dein Main Deck bitte. Mein Main Deck, zum Engelstrupeter. Vanilla, Tuner, darauf geht das Deck momentan nur Omega. 1900 Angriff noch, wichtig. Ja, also Beatstick, also theoretisch habe ich Draco Pulse gespielt, aber eigentlich nur Vanilla Beatdown. Und das hat sogar gereicht, also wir kommen später noch darauf, wieso. Die zwei, dann die Engine, Standard. Wie gesagt, alle Ends wieder ATK. Und für die ganzen Vanillas dann noch ein Rabbit. Kann man auch den machen und dann direkt zwei Synchros oder den und dann Dynamis, Dinosaur. Dann zu den Performages, einen normalen, also kein Panel, der Esel, der ist ziemlich gut, weil sein Effekt kommt auch, wenn er gespecialt wird. Dann kannst du den meistens noch specialen, holst dir dann zum Beispiel Joker oder so, dann hast du noch mal einen extra Vierer für Exceed Faxen. Dann zu den, die alle nur einmal gespielt werden. Barisch hat gegen den geleitet. Er hatte Breaksword raus, Gegner hatte 2000 ATK. Gegnerin hat den getopdeckt, 2-1 ATK, ist drüber gelaufen. Barisch ist nicht mehr zurückgekommen. Joker natürlich einmal. Monkeyboard, Gitarre. Dann zwei Hexen und natürlich drei Magician. Beste Karte in dem Deck. Dann zu den anderen noch. Zwei Archfiend. Ich hatte 3 zuerst gespielt, die kam ziemlich gut, aber leider musste ich die cutten, weil ich die hier reingetan habe. Habe mich ohne Konterfallen unsicher gefühlt. Ich und Barisch haben ein bisschen diskutiert und sind drauf gekommen, dass Strike ziemlich gute Karte ist. Egal welches Monster eigentlich liegt. Deswegen habe ich die reingetan. Außerdem heißt die fast so wie Line der Ariadne. Also passt ganz gut zu uns. Deswegen musste die rein. Dann für die ganzen Vanillas. Einmal Unexpected Die. Special Die in Vanilla aus dem Deck. Entweder Panel Action oder eben Synchro Action. Und dann auch noch 2 von denen. Bei der bin ich mir unsicher, aber kam nicht schlecht. Vor allem in Verbindung mit Instant Fusion dann immer lebendig. Und dann natürlich die Combo, also Unexpected Die. Ich habe Pendulum Rising gespielt. Ich finde die Combo eigentlich gut. Gibt dir Zugriff auf. Also entweder den hier oder halt super beste Karte im Deck natürlich, weil er auf 1 ist, den kannst du immer die bekommen, egal wie, wann du willst. Die Kombos halt mit dem, dann gehst du ab. Das ist einfach 2 Karten Combo. Erinnert mich an damals Magician Shark. Also das ist so jetzt Magician Shark von Windup. Dann natürlich ein Face-Off, ein Upstart für Konstanz und dann RG-Key waren wir unsicher. Ehrlich gesagt, ich habe die nur gespielt, damit Nico die nicht bekommt. Ich wollte die eigentlich kicken, aber... Jetzt kennen wir die Wahrheit. Nico. Er hat die verzweifelt gesucht. Ich hab's leider auch so getan. Dann... 3 Strike, ein Warning für Ariadne halt. Und ein BTA. BTA ziemlich gut. Beste Karte in meinem Deck gewesen mit Graflesia. Ich habe zum Beispiel... hauptsächlich habe ich gebrickt und nur halbe Kombos hingelegt. Dann habe ich mit Graflesia beendet und... Gegner ist einfach nicht drüber gekommen. Also. Ja, Beatdown mit Vanillas und BTA. Beatdown auf jeden Fall. Ich habe komplett das Turnier überhaupt nur gebrickt. Ich habe 2-mal Combo gemacht. Ansonsten nur Normal Summon Vanilla. Set 3. Angriff. Und dann immer das. Und meine einzigen Niederlagen waren halt gegen BA, wo halt Strike ziemlich nutzlos ist. Ansonsten gegen andere Decks. Vanilla Beatdown hat gereicht. Joker hat es auch nicht so oft Starthand, habe ich gehört. Den hatte ich nie statt. Jetzt zum Extra Deck. Extra Deck. Eigentlich ziemlich Standard. Also 2 Omega, weil wegen dem hier. Das ist auch das beste Play, was man eigentlich machen kann. 2 Omega. Dann 2 Dinosaur und ein Ignister. Das sind die 8er. Ich habe noch den hier gespielt, aber der kam leider nie. Der war auch ziemlich unsicher. Ich weiß noch nicht, ob ich den behalte. Einfach als Option.
Und dann für die ganzen Achter als Exceed den hier. Mit dem kommt man über verschiedene Sachen drüber. Zum Beispiel dieser, wer ist der? Ultimate Falcon. Ultimate Falcon. Oh mein Gott. Ist nie passiert, aber die Jungs haben den gehypt, also. Wer weiß. Noden, leider nur noch einmal. Man kann auch also Instant Fusion und Pendulum Rising machen, falls man verzweifelt ist. Weil der halt normales Monster ist. Dann die ganzen Vierer. Emerald. Der hier, ich meine Direwolf. Castell. Der hier. Wie gesagt, Rafflesia. Beste Karte. Dann zweimal den. Zum Reinmischen. Und zum Specialen von. Der kann normale Monster specialen, zum Beispiel den. Mit dem kann man dann immer zwei Omegas geben. Und dann ein Dweller gegen BAs und Cosmo und sowas. Side Deck. Ziemlich radikal, so wie immer. Drei System Down gegen Cosmo. Hast du ja auch gegen Klee geboardet? Ich habe nie gegen Klee gespielt, aber ich würde es machen. Dann drei Kaiko gegen Monarchen. Könnt ihr dann in deiner Runde keine Faxen machen, dann tötest du die einfach. Drei Full House gegen Antidex. Drei Flying Sea gegen Bears. Leider nie gezogen. Oh mein Gott. Und drei MST gegen Decks, die Duft zeigen. Okay, wieso nicht Twin Twister, wieso MST? Ja, weil ich nur Duft schießen will und der Rest ist die. Der Rest ist egal und ich kann meine Combo Pieces nicht wegschmeißen, nicht abhören. Die ich sowieso nie ziehe. Okay, dein Fazit noch zum Turnier? War lustig, gutes Event, viele Leute getroffen, viele Fans, hat mich gefreut, hat uns alle gefreut. Ja. Turnier sehr brick-lastig, es hat fast jeder gebrickt, Gegner auch, also nicht nur man selber, das heißt man kann immer noch gewinnen, auch wenn man selbst ziemlich hart brickt. Ansonsten Fazit zum Deck? Fazit zum Deck, gefällt mir, theoretisch. Ich muss noch schauen, also ich habe es versucht, so konstant wie möglich zu machen, aber vielleicht hat das die Power ein bisschen weggenommen, ein paar Kombos, die ich meiner Meinung nach inkonstant fand, habe ich halt gecuttet, zum Beispiel Summon the Monk oder sowas. Vielleicht tue ich die wieder zurück. Mal schauen, also in den Tests lief es eigentlich ganz konstant, aber nie gehabt. Nur Vanilla Beatdown, aber es hat gereicht. Ich mag das Deck, erinnert mich an meine zwei Lieblingsdecks, Windup und Rescue Rabbit. Mal schauen, vielleicht werde ich weiterspielen oder vielleicht auch nicht. Wir werden es am 26. Juni in Fürstenfeldbruck sehen bei Chongs Turnier. Schaut da dann hin. Dort werde ich vielleicht mitspielen. Bis dahin leidet nicht. Hoi, was geht ab Leute, Team Wobbelt hier. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.